so eine kleine Sprinteinheit für den Anfang. Schön powern, direkt mal wieder in den Körper sagen, pass mal auf, Kollege, vorbei, jetzt kannst du mal wieder ackern. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weihnachten ist vorbei, die große Schlemmerei, es hat riesen Spaß gemacht, aber natürlich hat man wieder zu viel gegessen, wie immer. Soll mich aber nicht stören, es ist Weihnachten und da mache ich das ganz gerne. Jetzt beginne ich wieder mit meinem Sport, regelmäßigen Sport steht auf dem Plan. Ja, leider machen die Fitnessstudio ja wieder nur mit Test auf und mache ich nicht. Also viel laufen und mal gucken, ob man zu Hause mal ein paar Stabi-Übungen einbaut. Tut einen auch ganz gut bestimmt. Heute eine relativ kurze Einheit. Ich wollte mich kurz einlaufen, 1 bis 2 Kilometer. Danach werde ich mir einen schönen Berg suchen, den ein bisschen hochsprinten, zack, 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 zack. Und dann vielleicht nochmal ein bisschen auslaufen, 1 bis 2 Kilometer. Und dann war es das eigentlich schon für heute. Mal gucken, wie ich mich schlage. Mache ich jetzt nicht so oft so viele Sprints generell. Ist nicht so, liegt nicht so in meiner Natur, glaube ich. Sieht auch bestimmt ein bisschen Mist aus. Egal, ich nehme euch mit. Also los geht's. So, 2 Kilometer bin ich jetzt eingelaufen. Ist lustig, das war nur ein Laufen und ich fühle mich so, als wenn ich noch nie laufen gewesen bin. Irgendwie drückt alles so ein bisschen, obwohl das Wetter richtig gut ist dafür. Ne? Schön frisch, gut, alles in Ordnung, aber irgendwie fällt es mir heute schwer. Naja, liegt vielleicht daran, dass man auch echt so gar nichts gemacht hat und wirklich sehr, sehr faul war. Was aber, wie gesagt, vollkommen in Ordnung ist. Hallo, Weihnachten, ja. So, jetzt habe ich mir einen Berg ausgesucht. Da hinten ist er. Und den jage ich jetzt ein bisschen hoch. Ich lasse meine Uhr einfach laufen. Ich stoppe da nichts oder mache da keinen Intervall drauf, sondern ich will den einfach ein paar Mal hoch. Dann laufe ich meine Runde aus. Und dann hören wir uns gleich. Kurz Luft holen. Also, so Sprints, die haben wir schon übelst in Sicht. Tat aber gut. Ja, man hört's, ne? Egal. So eine kleine Sprinteinheit für den Anfang. Schön powern, direkt mal wieder in den Körper sagen, pass mal auf, Kollege. Vorbei. Jetzt kannst du mal wieder ackern. Hat ein bisschen was zu tun, Chris, hast ein bisschen was vor, ne? Ja, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Jetzt laufe ich noch mal eine Runde, 1 oder 2 Kilometer. Und dann war es das schon mit dem Lauf. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tag in der Woche. Ja, das Jahr neigt sich zu Ende, ne? Ist klar. So, alle schon Silvestervorbereitungen gemacht. Ich mache noch einen kleinen Lauf über Zollverein. Es wären nur 5 Kilometer. Ich habe ein bisschen was zu tun, deswegen nicht so viel Zeit. Aber eine kleine Runde sollte schon drin sein. Ja, sehen wir uns gleich, ne? Mein Gott. Kurzer Stopp. Moment. Ja. 1,5 Kilometer. Puste ist schon weg. Keine Ahnung. Irgendwie fällt es sehr schwer heute. Ich habe eben gerade auch was gefrühstückt. Normalerweise laufe ich immer auf nüchternem Magen. Aber weiß nicht. Keine Luft. Nichts da. Ausgepowert. Eigentlich nicht. Aber jetzt sind wir unterwegs. Laufen wir den Rest auch locker zu Ende. Ne? Die paar Kilometer machen wir dieses Jahr noch fertig.
Also weiter geht's. Uhr starten. Zack, los. Hier ist meine Treppe. Zack, 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 zack. Normalerweise komme ich von da. So Leute, mein Lauf ist fertig. Ich habe ihn geschafft. Es waren 5 Kilometer in 33 Minuten. Ich bin mehr als unzufrieden damit. Irgendwie ging gar nichts, keine Luft da. Wenn ich euch was erzählen wollte, irgendwie hat die Power auch gefehlt und irgendwie Konzentration, irgendwie ging gar nichts heute. Das war mit einer meiner schlechtesten Läufe, glaube ich, die ich jemals gemacht habe. Naja, sei es drum. Nächstes Jahr wird alles besser. Hahaha, hoffen wir mal. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr kommt gut rein ins neue Jahr. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Ciao. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tag und den letzten Lauf der Woche. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, eben gerade erstmal schön ein paar Vitamine geschlürft. Ja, frisch gepresster Orangensaft geht immer. Ich laufe los, ich weiß gar nicht wie lang. Wetter ist nicht so doll, ich wollte eigentlich einen Langlauf machen, mache ich aber glaube ich nicht. Wie gesagt, ich laufe einfach los, guck was wird. Ich hoffe, der Lauf wird besser als der letzte, weil der letzte war echt eine Katastrophe. Da ging es mir nicht so gut dabei. Aber sei es drum, letzter Lauf, los geht's. So, ich habe die Uhr kurz gestoppt. 3 Kilometer, es läuft besser als letztes Mal. Wahrscheinlich ist es jetzt so schlimm, weil ich durch den Wald gelaufen bin. Da geht es halt ein bisschen mehr hoch und runter. Trotzdem läuft es nicht so gut. Also, hat mich der Urlaub jetzt oder hier die Feiertage mit dem Essen so gekillt. Nervt ein bisschen. Okay, laufen weiter. So, jetzt habt ihr ein Stück Zollverein auch noch mit drauf. Ja, Funktion finde ich ganz gut. Ja, ich habe eine neue Kamera und ich hoffe, man sieht, dass es andere Aufnahmen sind oder Qualität halt besser. Ne? Ja, jetzt laufe ich nach Hause. Ich glaube, es werden 6 Kilometer. Mal sehen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, für mich. Freuen, wenn ihr schreiben würdet, dass Hobbs besser ist. Das würde ich ganz gut finden, aber ich wackel viel. Ich habe kein Stativ und der Wind kommt. Ich hoffe, man hört mich noch. Naja, wir sehen uns gleich zu Hause. So, das waren 6 Kilometer am Sonntag. Ja, langer Lauf, nicht so ein Mittelding, ne? Nennen wir mal, ne? Ein bisschen mehr als Standard. Also Standard ist bei mir immer 5 Kilometer. Ja, ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Die ersten Aufnahmen, die hatte ich noch mit meiner anderen Kamera gemacht. Und
zweite und dritte Läufe, wo ich sagen muss, der zweite war wirklich Mist, das war nicht so gut. Aber da ging es mir auch tatsächlich irgendwie nicht gut. Ich habe das einfach mit meinem Puls nicht hingekriegt. Jetzt der letzte Lauf, der war auch schwer, aber machbar, aber nicht gut. Ja, also ich denke einfach mit wieder ein bisschen anderem Essen und wieder mehr ins Laufen reinzugehen, dann läuft das wieder alles wie geschmiert. Ich bin da guter Dinge. Wie gesagt, ich habe viel vor und das, ich glaube, den einen oder anderen Punkt, am besten Fall alle, werde ich erreichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Wäre super lieb von euch. Ja, ansonsten wünsche ich euch allen einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Fizzle. Ciao.